Hallo zusammen, ich komme nochmals auf Dachstopfer oder Blockkühlsysteme von RivaCold zurück. Ich habe hier so ein RivaCold Kühlaggregat mal eingepackt. Das ist der Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten im Beschrieb. Das sind sogenannte Dachstopfer. Die werden bei Kühlzellen oben aufs Dach gesetzt. Wir sehen hier das Tippenschild. Das ist SFL003, das ist der kleinste. Und das Gerät kommt direkt an uns. Wir arbeiten seit 1986 mit RivaCold zusammen. Ja, ist glaube etwa 34 Jahre. Ich habe die Bänder schon mal weggenommen. Wir packen das Teil aus. So sieht so ein Dachstopfer aus. Wir fahren mit dem noch ein bisschen nach vorne. Wir haben die Betriebsanleitung, das Elektroschema dabei. Wir haben hier das Tippenschild nochmals. Wir haben klar ein RivaCold Logo. Und was wir hier finden, sind die Abgänge an elektrischen. Also wir haben hier die Zuleitung. 230 Volt, bei der Größe überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier, könnt ihr vielleicht sehen, die Lampe. Das ist die Innenbeleuchtung. Dann ist das ein L, also ein SFL. Der dritte Buchstaben ist der Temperaturbereich. Das ist ein Tiefkühler, etwa für 3 Kubik Volumen. Hierfür ist dann die Rahmenheizung der Tür sowie auch ein Druckausgleichsventil, was beim Tiefkühler sein muss, sonst kriegt ihr die Türe nicht auf. Also ihr geht rein mit warmer Luft, die Luftfeuchtigkeit ab, ihr macht die Türe hinter euch zu und ihr bringt die Tür nicht mehr auf. Führt zu Panik, führt zu nicht freundlichen Reaktionen, dann hat nämlich jemand das Gefühl, wenn das erstmal reingeht, ja, da will mich einer einsperren. Und das im Tiefkühler. Ich hatte schon so Räume, da haben sich Frauen nicht mehr reingetraut. Haben immer einen Stuhl vor die Türe gesetzt und reklamiert, dass das Zeug immer vereist. Ja, Türkontaktschalter. Hier geht die Kühlmaschine aus und das Licht an, automatisch. Und wir haben hier die Steuerung. Die packe ich jetzt hier kurz aus, für das habe ich die Schere vorher gesucht. Wir haben jetzt eine Standardversion mit 5 Meter Kabel dran. Ja, das ist alles. Gut eingepackt, lassen wir so auf. Die Konsole kommt an die Wand und das Teil 5 Meter davon weg. Hier kann ich dann, habe ich die Temperaturanzeige und ich kann das ganze Gerät eigentlich steuern. Und so kann ich das Teil neben die Türe machen. Ich verlinke euch am Ende noch ein Video, wo da so ein Teil im eingebauten Zustand ist. Ja, wir brauchen hier natürlich Luft rundherum, weil wir saugen hier die Umgebungsluft an und blasen die dann hier auf der Seite raus und so kühlt das Teil. Hier haben wir 2 Haken. Das ist ein kleiner. Der ist relativ leicht. Den hebt man auch mal zu zweit so auf einer Kühlzelle. Habt ihr aber eine hohe Kühlzelle mit 2 Meter, 3 Meter Höhe und ein größeres Aggregat, was mal auch 200 Kilo hat, dann seid ihr froh, wenn ihr hier 2 Haken einhängen könnt und das Teil mit einem Stapler oder irgendwas anderes
auf die Zelle hochheben könnt. Ich habe es jetzt aufgestellt. Wir schneiden nachher, das ist der Zubehör, wir haben also ein Abdeckband, das können wir auf den Rand der Zelle aufkleben, dass wir hier eine bessere Sichtung haben. Wir haben natürlich eine Innenbeleuchtung. Hier ist dann das Thema, machen wir hier eine LED-Lampe rein. In der Regel gibt es hier eine LED-Lampe, ist auch kein Thema. Und wir haben hier einen Ablauf. Und zwar sehen wir hier auf der Seite, wir haben die Tropfschale hier drunter. Das liegt dann so. Und hier, die ist beheizt. Wenn wir aber zu viel Wasser bringen, füllt sie uns die. Und dann haben wir hier einen Ablauf, wo wir das Wasser über die Zelle abführen können. Meistens brauchen wir das nicht. Haben wir aber sehr viele Türöffnungen bei einer Kühlzelle oder jemand lagert viel Wasser, Gemüse ein, das austrocknet, dann empfiehlt sich, den Ablauf anzuhängen. Er ist ja dabei. Ja, das Teil, wir haben jetzt hier einen 100er. Das ist Standard, es gibt keine unterschiedlichen Zellen. Und so kommt das Teil in die Kühlzelle rein. Ihr seht das im nächsten Video, was ich euch verlinke. Ihr seht hier zum Beispiel, das ist das SFL, das ist ein bisschen größer. Das reicht für 6 Kubik ist die Norm, 5,4 Kubik. Und wir haben einen Kostenpreis von 3000 Euro, Franken, sorry. Es kann eigentlich fast durch jeden montiert werden. Wir wollen dafür einen 1000er. Ja, wenn wir sowas auf die Kühlzelle montieren. Wir haben die Geräte teilweise am Lager. Ich mache euch unten auch wieder einen Link über unsere Lagerbestände. Dann könnt ihr schauen, was am Lager steht. Aber sonst sind alle Geräte lieferbar. Momentan hat Rivacold umgestellt auf andere Software. Wir kämpfen momentan mit 6 bis 8 Wochen Lieferfrist ab Werk für Bestellungen, was nicht bei unserem Lager liegt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.